das war der Pass, oder wie? Das war der Pass, der olympische Pass. Ja. Namen kenne ich jetzt nicht mehr. Dave hieß der. Besuch bei Rosa und Günter Maas zu Hause in Elm. Erinnerungen an die Olympischen Spiele in München 1972. Der heute 82-Jährige, insgesamt 7-mal deutscher Einzelmeister, trat damals im Ringen für Deutschland an. Olympische Spiele bedeuten natürlich für einen Spitzensportler immer das Höchste. Also, da lässt man sich viel gefallen, da trainiert man drauf hin. Da ist auch keine Arbeit zu viel. Auch gerade speziell bei Ringer, die ja abtrainieren müssen. Wir müssen ja wirklich das Gewicht machen, ist ja schon der erste Kampf, den wir haben. Manchmal schlimmer als der, der nachher folgt auf der Matte. Ich würde diese Strapazen immer wieder auf mich nehmen. So schlimm und so schwer, so schmerzhaft und so schlimm es auch für meine Frau manchmal war, die also wirklich das aushalten muss, wenn ich abtrainieren musste. Am besten geht man dann seiner Wege und die sind nicht immer gemeinsam mit ihm. Aber trotzdem, Olympia ist einfach das Größte. Dann geschieht das Unfassbare. Mitten hinein in die fröhlichen Spiele von München bringt ein Terrorangriff die Welt in einen Schockzustand. Das palästinensische Kommando Schwarzer September überfällt das olympische Dorf, nimmt die israelische Mannschaft als Geisel. Am Ende sterben 11 Israelis und ein Deutscher sowie 5 der Angreifer. Dabei auch die mit den Saarländern eng befreundeten Ringer aus Israel. Wir sind zuerst aufmerksam geworden, nachdem also morgens die Israeli nicht zum Training erschienen. Es war genau der Tag, an dem das Griechisch-Römisch-Ringen begann. Das waren Griechisch-Römisch-Ringer und die mussten ja abtrainieren, genau wie wir auch. Und die waren nicht da. Das hat uns schon komisch vorgekommen. Aber nichts dabei gedacht, gar nichts. Wir haben unser Training gemacht und sind dann zurückgefahren ins Olympische Dorf und kamen nicht mehr ins Olympische Dorf rein. Da hat alles schon abgeriegelt. Und dann wussten wir aber immer nicht, was passiert war. Und 2 Stunden später gingen ja schon die Kämpfe los. So. Und war ein komisches Gefühl irgendwie. Und dann haben wir den ersten Kampf gemacht. Und nachmittags, ich glaube, weitgehend späten Nachmittag, haben wir dann erfahren, wo der Bundestrainer gekommen ist und hat gesagt, das und das ist passiert. Es folgt eine bewegende Trauerfeier mit den später weltberühmten Worten des IOC-Vorsitzenden Avery Brundage. Die Spiele müssen weitergehen. The games must go on. Also mir wäre es lieber gewesen, muss ich ehrlich sagen, sie wären abgebrochen worden. Weil ich war nicht mehr mit Gedanken dabei. Und das hat man auch gemerkt, bei meinen ganzen Kämpfen dort. Also so, ich habe selten so schlecht gerungen wie in Olympischen Spielen. Gegen den Iraner, den habe ich ja dann bei Olympia verloren. Knapp mit 3-2 Punkten, aber war halt eben eine Niederlage. Rang 8 in München, danach wird Günter Maas Lehrer. Er macht das gut und ist bei den Schülern sehr beliebt. Und er ringt weiter, nach seiner Zeit in Schifferstadt, zunächst in Eppelborn, später in der Kampfgemeinschaft Schwalbach-Schwarzenholz-Elm-Ensdorf. Seinen letzten Ligakampf verliert er 1991 knapp mit 4-5 nach Verlängerung. Szenenwechsel, Training beim Bundesligisten AC Heusweiler, mittendrin seit Jahren Günter Maas, geboren am 15. November 1941, 82 Jahre jung. Sehr ungewöhnlich, aber für uns eine große Freude, den Günter hier zu erleben und mit dem Alter noch so topfit sind. Und meine Jungen, die staunen immer wieder, wenn ich sage, trainieren wir mit dem Günter und der gucke dir und der Günter tut denen die Ohren mal ansetzen. Ist schon eine große Freude für uns. Im Vordergrund steht die Gesundheit. Solange die Knochen noch mitmachen, mache ich es sehr gern. Ich bin mit dem Ringen groß geworden und ich freue mich auch immer wieder, hier in Heusweiler auf die Matte gehen zu können, dann mit Jungen zu trainieren, denen noch ein bisschen was beizubringen, sie noch ein bisschen anzuleiten, damit es auch bei denen vorwärts geht. Ich hatte ja auch gute Trainer gehabt und war froh, dass ich jemanden hatte. Und ich glaube, sie sind auch froh, wenn sie mit mir trainieren können. Sie wissen, dass ich ihnen nicht weh tue. Sie wissen nur, dass sie von mir was lernen können. Also weiter mit dem Training. Und zum guten Schluss, rauf auf die Ringerpyramide, Günter Maas.